Vielen Dank. Vielen Dank. Wollen Sie so ein bisschen kuschelige zusammenrücken? Ja, ich habe so das Gefühl, man müsste ins EU-Parlament hier fast reden. Aber ich wollte gerne an die Seite. Erstens habe ich da Herrn Jungen im Griff und zweitens Sie alle im Blick. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren in Hamburg zu diesem wunderbaren ersten Wirtschaftsforum. Was ich ganz toll finde, dass das hier in der Hansestadt endlich initiiert worden ist. Das hier gehört es auch hin. Nicht nur immer nach Berlin oder an den Tegernsee und wo die überall stattfinden, diese Konferenzen zu dieser Jahreszeit. Ja, wir wollen heute Morgen natürlich anfangen mit dem Thema, was der Bürgermeister bereits in seinen wesentlichen Punkten auch mit angeschnitten hat. Europa im Fokus heißt es. Wir wollen schauen, wo bleiben wir. Wir schlagen im Moment Zeitschriften, Zeitungen auf, meine Damen und Herren. Wir gucken am Kiosk und sehen, egal was, Kapital schreibt, mein Gott, Europa eingequetscht zwischen USA und China. Die anderen wieder über unseren Rückstand, die anderen darüber, wie museal und schön wir sein, aber mehr auch nicht. Die nächsten wiederum machen Schlagzeilen, weil sie Kommission schwierig zu finden ist, die neue. Und viele andere Dinge kommen hinzu. Aber heute ist natürlich ein ganz besonderer Tag, wie Sie alle wissen, meine Damen und Herren. We say bye-bye to our neighbors. Yeah, it's the last day with the British in Brussels. Wir haben schon große Tränen gesehen. A lot of people were crying in Parliament. And so, ja, das ist die große Frage. Wird das eine Chance? Wird es ein interessanter Neubeginn oder werden die Pessimisten siegen? Winston Churchill hat ja immer gesagt, wie war das noch? Der Pessimist sieht in jeder Schwierigkeit auch eine Gelegenheit und der Pessimist, ne, das war der Optimist, so. Und der Pessimist, der sieht natürlich in jeder Gelegenheit eine Schwierigkeit. So ist das. Wie sehen Sie denn das? Frage ich erstmal Elmar Brok und unsere beiden Brüsseler jetzt diesen Tag heute. Wird er viele Nachfolger finden, wenn das klappt, dass da ein paar andere auch Ausstiegsgedanken bekommen? Oder? Wir haben einen schönen Satz in Westfalen, der lautet, niemand ist nutzlos, zur Not kann als schlechtes Beispiel dienen. Und das ist so. Es ist in fast allen europäischen Ländern, ist um 10-15% die Zahl der gestiegenen Menschen niemals auszutreten. Selbst in Ungarn und Polen und solchen Ländern. 80% nicht auszutreten, weil man gesehen hat, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt. Man ist mit manchen Dingen in Brüssel nicht einverstanden, aber nicht austreten. Insofern, und wir müssen feststellen, ich war jetzt selbst Mitglied der Steering Group, des Brexit-Steering Group des Europäischen Parlaments, da haben wir einen Teil der Verhandlungen teilgenommen. Ich habe es nie erlebt in meinen 39 Jahren im Europäischen Parlament, dass 27 Mitgliedsländer, Kommission und Parlament in so breiten Mehrheiten, der Rat einstimmig, in den gesamten 3 Jahren zusammengesteckt haben und eine Linie gezogen haben. Das hat zusammengeschweißt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, uns voranbringen. Wir haben vor 2 Jahren neue Möglichkeiten in der Außen- und Sicherheitspolitik bekommen. Von der Leyen hat jetzt eine Generaldirektion Verteidigung eingerichtet und industrielle Zusammenarbeit, das mit der Permanent Structured Cooperation ist. Das haben die Engländer 10 Jahre aufgehalten. Das wird jetzt gemacht. Es gibt auch New Opportunities in dieser Frage. Allerdings muss man sagen, Brexit ist schlecht. Auf Dauer für die Briten viel schlechter als für die Europäer. Das bleibt ja noch abzuwarten. Doch, das hat mit der Marktgröße zu tun. Ich war jetzt in den letzten 3 Monaten, ich habe hier ein bisschen mehr Zeit, in Indonesien, Australien, Thailand, Dubai unterwegs. Auch die alten Mitgliedstaaten des Commonwealth sagen, der EU-Markt ist 14 Mal größer als der britische und der Vorrang vor Handelsverhandlungen ist mit diesem EU-Markt. Ist doch völlig klar. Das sagen auch die Inder, sagen die Pakistani. Und so insofern müssen wir sehen, dass viele, die in Großbritannien investiert haben, als dem Gate zum europäischen Binnenmarkt, dieses reduzieren werden, weil es nicht mehr diese Gate-Funktion vollfüllen kann. Dann werden sie nämlich diese Produktion aufs Festland legen. Das ist ziemlich klar. Und wenn hier vorhin Airbus angesprochen wird, da denkt selbst Airbus drüber nach. Die Flügel werden in Großbritannien hergestellt, dieses zu verändern. Und irgendwann wird der Mini auf dem Kontinent gebaut. Auch da hat BMW schon Pläne. Da wird man sehen, wie man da zu den Abkommen kommt und wie schnell man zu den Abkommen kommt. Herr Stylianides, Sie haben das Wort. Thank you so much. First of all, I have to apologize for my poor German. Sorry for this. But that's fine. We have now everything here. Wer noch Geräte möchte, sie sind jetzt alle da.
kommen Sie einfach runter und holen sich eins ab. Oder ich weiß nicht, ob die Kollegen da. Ich habe in Westfalen immer gelernt, die Hamburger können alle Englisch. Die können alle Englisch, gar kein Problem. Ach so. Aber trotzdem kann es ja mal sein, dass man das hier nicht so gut hört. Ich wollte nur sagen, Sie sind da. Thank you so much. Frankly speaking, I started to learn German. My son lives in Berlin and he stopped me because I humiliated our family. This is what he said because of my pronunciation. Sorry. Next time. Absolutely not. About the Brexit. I have to admit that I was one of the commissioner who believe even in the last time to avoid this painful experience, because I strongly believe that we need Europe as a whole. We need strong Europe, especially in these global circumstances. I'm coming from a country which was a British colony, Cyprus. I'm a Greek Cypriot. I know well, but at the same time, we have to go ahead in order to find solutions to protect European interest and to see our new global role without British. This is our destiny. At the same time, I completely agree with Elmar and of course our negotiator, Michel Barnier, that we have to insist about the single market. No any compromise about single market, because in this case we will see a lot of consequences and repercussions against our common interest. So it's a top priority. Second point, I would like to be very humble about our common future with our friends in UK. And I think as politicians, but also the business community and other people, we have to avoid to show that now they are a sort of enemies to us. We don't. They will not be. Yes, we don't need and we don't want new rivals, especially inside Europe. So we have to find these ways in order to keep in touch. We have to find innovative ways in all aspects of the business, universities, innovation, research. And I strongly believe that we owe this approach also to the new generation in UK, because frankly speaking, the vast majority of them, they voted against Brexit. So I think this is the framework. I really trust our European institutions, Michel Barnier, the new commission, and all services who are engaging in order to finish these very really demanding negotiations. And I'm sure that we will see something between Norwegian model and Canadian agreement between EU and Canada. This is my prediction about the new Brexit agreement. Thank you. Das Interessante ist ja, meine Damen und Herren, vielleicht noch als Randbemerkung, die anderen Sachen werden wir natürlich gleich mal aufgreifen. Aber ich habe gestern irgendwo mir noch mal angeschaut, was ausgerechnet Nigel Farage, der ja nun 20 Jahre im EU-Parlament saß und fast 20 Jahre gegen dieselbe gestänkert hat, der macht jetzt sozusagen so eine Art Mexit, ne? Also ich bin raus, aber ich nehme alles andere auch gerne mit. Also er nimmt jetzt mit, sage ich Ihnen mal, ein Übergangsgeld von 178.000 Euro. Er nimmt 20 Monate Diäten von mehr als 9.000 Euro mit und er nimmt eine Rente ab 63 lebenslang 6.200 Euro. Wie gesagt, nicht mal in britische Pfund umgerechnet, sondern wir bezahlen alle für den Herrn auch noch schön fleißig mit. So, und da soll manchmal nicht so dieser Gedanke aufkommen, ah, was Sie da alles machen. Aber jetzt wollen wir das mal aus der Sicht der Wirtschaft. Wir haben jetzt die Politik dazu gehört. Ist das der Brexit? Hat ja, wie gesagt, auch für die Briten, die sehen darin ja auch viele Chancen für sich. Sie sind fleißig dabei, weltweite Handelsabkommen zu schließen. Sie sehen sich eigentlich mehr selber als Global Partner, denn nur als europäischer Partner. Sie sind da ganz optimistisch, dass sie eigentlich ganz gut rauskommen. Sie haben die meisten Tech-Investitionen in Europa. Also sie sind da so schon, sagen, wartet mal ab ein paar Jahre, dann könnte da schon eine große Konkurrenz vor eurer Tür entstehen. Wie sehen Sie das alle drei? Wer möchte anfangen? Herr Jung.
Also wenn Sie von Tech-Investitionen reden, ja, ist ein guter Einstieg. Europa hat ziemlich schlechte Zahlen im globalen Vergleich, was Venture Capital und Angel Investing angeht, in Unternehmensgründungen. Und Sie können das beliebig fortsetzen. Ab morgen... Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Nein, nein, ab morgen sind diese Zahlen um 40-45% schlechter, weil 40-45% des gesamten Venture Capitals in Europa in Großbritannien investiert wird, weil die Zahl der Startups in Großbritannien rausfällt. Das heißt, Europa wird ab morgen weniger entrepreneurial, weniger innovationsfreundlich und wir verlieren zwei der unter den 10 besten Universitäten der Welt resultierenden Universitäten, Oxford und Cambridge, die wegfallen. Aber es gibt etwas aus deutscher Sicht, was vielleicht viel gravierender ist. Im Council gibt es eine Double Majority. Bisher hatte Deutschland die Möglichkeit, mit ein paar anderen Ländern, vor allem in Großbritannien zusammen, ungefähr mehr als ein Drittel der Stimmen zu bekommen, um in Fragen Handel, in Fragen Innovation, in Fragen Unternehmertum Dinge zu verhindern, die der Süden Europas gepusht hat. Dies ist ab morgen weg. Wir sind ab morgen einsamer in diesen Fragen. Das wird vielen vielleicht in Deutschland auch gut erscheinen. Aber langfristig gesehen ist das für Europa und für Deutschland im globalen Wettbewerb zwischen China und den USA ein mittleres Desaster. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sich darüber zu freuen, dass vielleicht die Engländer Schwierigkeiten bekommen werden. Die werden sie vielleicht bekommen. England hat eigentlich nur eine Chance, wenn England ein großes Singapur wird. Und wenn sie das nicht werden, werden sie Probleme haben. Aber wenn sie das werden, dann haben sie einen großen Vorteil gegenüber ihrer jetzigen Position. Ich kann nur wünschen, dass es einen Wettbewerb gibt zwischen Großbritannien und auch Europa und nicht jetzt wieder versucht wird, alles zu harmonisieren, weil das die einzige Chance ist, vielleicht auch noch mal als Wake-up-Ruf für Europa und für die Europäer endlich erwachsen zu werden. Wir haben jahrzehntelang unsere Sicherheit outgesourced an 350 Millionen Amerikaner. Und die 500 Millionen Europäer haben es fertiggebracht, dass die 350 oder 320 Millionen Amerikaner dafür auch noch bezahlen bisher. Also siehe Trump, das haben aber alle amerikanischen Präsidenten gesagt. Es gibt eine Nuclear Power in Großbritannien, die fehlen wird. Also es wird uns vieles fehlen. Aber den Deutschen wird der Brexit dazu führen, dass uns am meisten fehlen wird in unseren Vorstellungen von dieser Welt. Die Welt wird nicht untergehen. Aber die Vorstellungen mancher Menschen über diese Welt, die wird untergehen. Interessant, gerne sagt, glaube ich nicht so richtig. Aber interessante Aspekte natürlich dabei. Ich bleibe mal bei diesem Stichwort Singapur. Es geht ja um die Frage, wie Freihandel zukünftig in Großbritannien das auffangen kann, was unter Umständen hier im europäischen Handel verloren geht. Da wächst natürlich dann, wenn das so käme, eine Riesenkonkurrenz vor unserer Tür heran, bei der, glaube ich, auch viele in Europa Angst haben. Aber wie sehen Sie das? Was wird Großbritannien machen? Welche Chancen haben Sie damit? Ja, ich würde gerne Einspruch, Euer Ehren, sagen. Zum einen, weil ich fundamental kein Pessimist bin und zum anderen, weil ich... Meine optimistische Version. Ja. Oh je, oh je. Oh je. Und vor allen Dingen, okay. Ich glaube, wir sind durchaus beide an der vorderen Front der Optimisten, aber ich glaube, man muss ganz, ganz klar unterscheiden zwischen real und mental. Handel hat nichts mit Realitäten zu tun, sondern mehr mit Mentalitäten. Die letzten Nobelpreisträger im Ökonomiebereich haben sich alle mit der Frage beschäftigt, was führt eigentlich dazu, dass ich mich für ein bestimmtes Produkt entscheide? Und der Homo economicus, der real denkt und der rational denkt, ist aus der Wissenschaft relativ, das werden wir hier gleich auch vielleicht nochmal hören, nicht mehr ganz alleine vorne stehend. Die Frage, was passiert eigentlich mit England, das sehe ich ähnlich. Die tolle Herausforderung für die Engländer, die sich jetzt auftut, an der wir nur Zuschauer sein können, ist, was ist das Geschäftsmodell von London? Ja. Wird es ein Singapur, also ein Trading Hub, was durch liberale Einstellung sich zum neuen Center in der mittleren Welt hervorpreschen wird? Wird es ein Zürich,
eine Liberalität in der Steuerfrage, nicht realwirtschaftlich, sondern in der reinen Dienstleistung und Steuerfrage? Oder wird es ein Grab, so wie die Singapuris oder die Chinesen über uns sprechen, der musealen Industriegeschichte, und dann sprechen wir vom Manchester-Kapitalismus, in der nächsten Folge vom London-Kapitalismus, und dann ist das Museum geschlossen. Aber das Ganze können wir natürlich dadurch verhindern, dass wir mental Europa als Idee nicht aufgeben, nur weil einer aus den Verträgen ausgetreten ist. Für mich sind die Engländer nach wie vor das Land, was sich um die Erziehung meiner Kinder kümmert, das Land, wo ich gerne hinfahre, weil es einfach eine unglaubliche politische Kultur hat in der Auseinandersetzung, eine viel größere Breite an politischen Exponenten, als wir das in Deutschland in unserem Einheitsbrei haben. Also von daher, glaube ich, können wir das mit England auch durchaus aushalten, wenn sie außerhalb der EU sind. Wichtig ist, dass wir mental ihnen verbunden bleiben. Das glaube ich schon, oder? Dass wir mental mit ihm verbunden bleiben. Das ist nicht nur die Nähe, sondern eben auch die Verbundenheit auf vielen Ebenen. Herr Füppel, jetzt wählen Sie noch in Ihrer Einschätzung. Eher optimistisch oder pessimistisch? Eher pessimistisch, muss ich zugeben. Ich teile alle Wünsche und Hoffnungen natürlich, auch die Ideen von Europa. Das ist natürlich offenkundig, dass wir über eine sehr wichtige Bedeutung Europas reden, als Friedensprojekt natürlich. Gleichwohl glaube ich, dass die Dinge, die wir heute diskutieren, weit über das hinausgehen, was die Verteilung von Handelsgewinnen etwa betrifft oder die Organisation von Wirtschaftsbeziehungen. Wenn wir das, was wir mal erleben, so ein bisschen größer einordnen in einen historischen Kontext, dann müssen wir, glaube ich, feststellen, dass wir uns an einem wesentlichen Übergang befinden. Die alten Regeln und Institutionen hören auf, wirklich zu funktionieren, die Dinge zu ordnen, Konflikte zu lösen. Und es geht darum, für die nächste Phase der Globalisierung, der Weltpolitik, der Ordnung, europäische Regeln und Institutionen mitzugestalten. Und da haben wir auf der einen Seite natürlich China, die durch staatskapitalistische Formen Wirtschaft zu organisieren, im Moment sehr schnell sind. Wir haben die USA und Europa, finde ich, da drängt sich der Eindruck auf, dass wir uns sehr mit den Problemen beschäftigen, die wir vielleicht ohne Europa gar nicht so hätten, sondern wir müssten eigentlich viel stärker die Außen... ohne Europa gar nicht so hätten. Also was ich sagen will, ist, also, dass wir sehr viele kleinteilige innereuropäische Probleme zu lösen haben, institutioneller Art, und darüber vergessen, dass wir im Moment sehr wichtige außen- und sicherheitspolitische Fragestellungen mitzugestalten haben. Sie möchten sagen, dass nicht nur Berlin sehr mit sich selber beschäftigt ist und demnächst wir dann ein Parlament erwarten dürfen mit 900 Abgeordneten, nur weil es alle nicht zustande bringen, sich selber zu reformieren dort, sondern dass das eben auch in Europa der Fall ist, dass wir uns zu sehr mit uns selber auf institutioneller Ebene beschäftigen. Ja, und deshalb eigentlich wirklich zerquetscht werden. Wir erleben doch die Rückkehr von einem ökonomischen Nationalismus, so nennen wir das. Und das ist, glaube ich, das ist kein amerikanisches Phänomen, das ist mittlerweile ja auch in Europa angekommen. Wir haben populistische Regierungen in hoher politischer Verantwortung, und wir müssen erkennen, dass multilaterale Regeln nicht mehr die Grundlage sind, auf der wir die nächste Ordnung gründen können, sondern wir werden im Wesentlichen auch chinesische Regeln haben. Wir sehen das in der Digitalisierung, in der KI. Ich sehe nicht, dass wir in Europa bislang eine Strategie haben, diese Dinge mitzugestalten. Wir haben 500 Millionen Menschen in einem europäischen Binnenmarkt. Das ist das einzige wesentliche Asset, was man in der Digitalökonomie hat, nämlich die Skalierbarkeit von Modellen. Und ich sehe nicht, dass wir eine europäische Öffentlichkeit haben. Wir haben eigentlich keine Chance, diesen fragmentierten europäischen Markt wirklich zu einer auf Augenhöhe zu bringen mit dem chinesischen oder dem amerikanischen Markt. Und da fehlt uns, ich würde mir das wünschen, weil ich glaube, das Momentum der Geschichte ruft danach, dass wir europäische Werte viel stärker mit einbringen. Ich fürchte nur, dass wir ein bisschen was verpassen, dass wir nicht in der Lage sind, die europäischen Werte, die es gibt natürlich, aber die nicht nur in Sonntagsreden natürlich geschwungen gehören, sondern auch übersetzt gehören in konkrete Politik. Im Moment sehe ich das nicht, würde mir das natürlich wünschen. Das ist ja völlig klar, wie jeder andere auch. Elmar Brok ist eigentlich ein geduldiger Mensch, aber ich merke schon, wie er so unterm Tisch so, ah, ja, er kommt jetzt dran. Ja, herzlichen Dank. Also manches, was Sie jetzt sagen und was wir machen sollten, hat mit Brexit nichts zu tun.
Nee, wir müssen ja auch weiter. Ja, nein, aber wir diskutieren jetzt erst über Brexit. Es klang so, als wäre es die bloße Befürwortung der jungen Position. So. Nein, nein, aber der Punkt ist, dass die Souveränität, auch Macron hat mal von europäischer Souveränität gesprochen. Er spricht mittlerweile viel häufiger von französischer Souveränität. Und das ist ein Problem für Europa. So, wir müssen feststellen, erstens, die Europäische Union ist der funktionierendste Binnenmarkt dieser Erde. Tiefer integriert als der US-amerikanische. Die Europäische Union ist bei weitem die größte Handelsmacht dieser Erde, mit hohem Abstand. Und setzt dieses jetzt ein durch Handelsverträge, um 2G zu verhindern, USA, China. Die Handelsverträge, die wir jetzt machen mit Australien, Neuseeland, die mit Tokio ausgehandelt sind, mit Mercosur ausgehandelt sind, ist der Versuch, den Rule-Based Multilateral Trade System zu sichern gegen die beiden. Und das ist eine unglaubliche Leistung, die da vollbracht wird, wird aber nicht als Zusammenhang hier in Hamburg offensichtlich gesehen, dass hier eine klare Strategie dahinter steht, dieses entsprechend zu tun. Und mit hoher Wirksamkeit wird dies gemacht. Und wenn jetzt Großbritannien die europäischen Standards aufkündigt, schwächt das natürlich die kritische Masse Europas. Ja. Aber sehr viel mehr die kritische Masse Großbritanniens, weil sie die europäische nicht mehr beeinflussen kann. Und wir müssen genauso sehen beim Research, lieber Peter. Diese Universitäten von Oxford und Cambridge haben mir die Bude eingerannt, damit sie endlich weiter im EU-System bleiben, was Forschungsförderung angeht. Ja, aber die haben was weil sie nur den gemeinsamen Wert machen. Dieser Populist, den man innerhalb Europas anklagt, sitzt in London an der Regierung und zerstören das Land mit Schottland und Nordirland. Ich habe ein Jahr lang in Schottland gelebt. Und ich bin Anglophiler wie kaum jemand hier. Ich habe letzten Tagen noch mal alte Fotos rausgesucht. Da sitzt mein Sohn Sascha von 8 Jahre alt auf den Knien von Margaret Thatcher, die niemals die Europäische Union verlassen hat. Das Trauma hat er nie überwunden. Was? Ich habe gesagt, das Trauma hat er nie überwunden. Nein? Nein, er hat es so viel schlimmer gehabt. Er war mal 3 Jahre Büroleiter von Angela Merkel. Gut, dann blieb immer noch Trump. Nein, aber das sind doch die Punkte. Und wenn man das mit dem Singapur, das ist doch eine Lachnummer. Ich war am Samstag noch in Singapur. Das funktioniert da. Aber ich kann mit Singapur nicht Belfast, Edinburgh und Manchester ernähren. Mit dem System. Es ist ein anderes, ein 60-Millionen-Volk und nicht ein Singapur. Das kann ich nicht nur mit Finanzdienstleistungen und so etwas machen. Das funktioniert doch nicht. Das ist ein Traum der Londoner City. Und wir müssen sehen, dass dieses Land in der Gefahr ist, zu zerfallen. Und das ist Deutschland ein großes Problem und eine mangelnde Einheit vorhanden ist. Also ich finde es nicht gut, dass es Brexit ist, aber Brexit wird besonders die Briten treffen, ist nicht gut für uns. Und wir müssen feststellen, ich habe es vorhin angedeutet, das, was Sie zu Recht angesagt haben, dass wir in dieser Welt auch in der Frage der Sicherheitspolitik, der Außenpolitik vorankommen muss, den größten Bremser sind wir los. Wir haben hier seit 2,5 Jahren mit den Möglichkeiten, die wir durch die neue Defense Fund, Defense Union haben, mit Permanent Structured Cooperation, endlich die Erfüllung des Vertrages, der in der Frage Großbritannien seit 2010 verhindert hat. Also bitte, negativ ist Brexit, ja, aber die Chance ist, glaube ich, auf europäischer Seite und dann noch mit den Handelszahlen. Die glauben ins Commonwealth zu gehen und machen das mit der Geschichte. Einig, ja. Der Export Großbritanniens ist, ich bin aus Nordrhein-Westfalen, nach Nordrhein-Westfalen ist 2-mal, 3-mal größer als der britische Export nach Indien. Um mal hier Zahlengründung zu machen. 44% des britischen Exports geht in den europäischen Binnenmarkt. Ja. Nur 7% des EU-Exports nach Großbritannien. Also Ball flach halten, die EU besser machen und dann wird es schon werden. Ja, ja. Ah, der letzte Halbsatz war wichtig. Die EU besser machen. Da kommen wir weiter. Very briefly, just 2 points. Something beyond optimism and pessimism. Through my experience, not only as a humanitarian commissioner, crisis management across the world, I have to say that Europe remains the best political and social model for the world. And they know everywhere this really important opinion in Africa, in Asia, and everywhere. So if we can insist to increase and to utilize our special
global role as a soft power, I think we will see the repercussions and the consequences of the Brexit to demonize. And my second point is about all these things now in UK, and especially the approach coming from Farage and others. I remember I'm now visiting professor at LSE, and I was there for a panel discussion about Africa and financial services and so on. And a very well-known, famous professor there at LSE, he asked Farage and others, all of them, they believe that after Brexit, they will see London to be more than Singapore and so on and so on. But during this period, the previous period, they had financial center through European rules in London and Singapore model in Channel Islands. What's the difference now? Why they can go beyond what is happening now? Because they have two different angles. So I think some of them, they are under completely illusion about the financial services across the world. And frankly speaking, because I had a lot of discussions with Farage at the parliament, he believes especially about this illusion of the British Empire. He has this obsession about British Empire. This is what it was, the motivation for all of them in order to go to Brexit. Thank you. Wenn wir jetzt mal darüber hinaus, Sie haben eben das Stichwort Beyond gesagt, jetzt gehen wir mal Beyond Brexit und jetzt gehen wir einmal die nächste Runde kurz drehen in der Frage, die ich eingangs gestellt hatte, nämlich werden wir zerquetscht zwischen den beiden. Überall sehen wir die beiden Großen. Es gibt große Mächteverschiebungen, gerade was die Wirtschaftsmacht angeht. China wird übernehmen. Theo Sommer, das Buch, es wird das chinesische Jahrhundert. Das werden Sie wahrscheinlich ähnlich unterstreichen, denn Sie sind da ja auch sehr, sehr stark engagiert, immer schon gewesen, Herr Jung. Auch wenn wir hier sehr positiv drüber reden, haben wir eigentlich noch die Chance, da irgendeine wesentlichere Rolle zu spielen, die Herr Tschentscher ja auch angesprochen hat, zu sagen, wie können wir besser united in wirtschaftlicher Hinsicht große Unternehmen eigentlich entgegensetzen? Wir müssen auch sehen dabei, wo liegen Ihre und unsere Daten heutzutage? Wir liegen nur 4% aller Daten aller Unternehmen in Europa hier bei uns. Alle anderen liegen auf chinesischen und amerikanischen Servern. Wollen wir sowas auf Dauer? Wo wollen wir endlich unabhängig und stark für uns werden? Und wenn ja, bitte auch mit einbeziehen in Ihre Antworten. Wer treibt es denn dahin? Macron schien am Anfang so, Sie waren jetzt schon sehr skeptisch dabei, Herr Vöpel. Er schien so, als wäre er der einzige Visionär, als würde er sagen, so, jetzt gehen wir hier mal voran und machen das mal. Aber ich glaube, das ist auch schon wieder Schnee von gestern, Herr Jung. Also eine Bemerkung noch zu Singapur. Mein Hinweis war, für Briten wäre das eine Chance, wenn sie wie Singapur werden könnten. Ich bezweifle das, dass es dazu kommen wird, in dieser politischen Struktur, die England heute hat oder Großbritannien heute noch oder noch Großbritannien hat. Wir werden ja sehen, wohin das führt. Das Zweite, die Bemerkung, Elmar, Europa sei die größte Handelsmacht. Ja, es hat vielleicht das größte Handelsvolumen, den Markt, aber eine Macht, da würde ich mal große Zweifel anmelden. Sonst wäre die WTO heute eine viel stärkere Struktur. Und hier vermisse ich in der Debatte zwischen dem Streit zwischen den USA und den Amerikanern, zwischen USA und China in dem sogenannten Handelskrieg, im Trade War, überhaupt die Europäer. Die finden in der Debatte nicht statt. Und wenn man auf der Konferenz Guangzhou gerade, wo wir das Treffen mit Präsident Xi hatten, dann sagen die, ja, wo ist denn überhaupt Europa in der Debatte? Und der Trump kommt hierher und sagt, ja, ihr seid die große Blockade. Und er hat recht. Die Zölle für deutsche Autos nach Amerika sind ein Viertel von den Zöllen in Europa auf amerikanische Autos nach Europa. Der Trump hat völlig recht, wenn er die Frage Agriculture ist. Macron sagt, aber der Vorschlag von Frau Merkel und auch von Trump, tun wir alle Zölle weg, bringen wir alle auf Null. Da sagt er aber nicht Landwirtschaft. Das geht wegen der Wähler nicht. Habe ich immer bisher gedacht, das wäre Trump-Argument. Nein, das ist Macron. Macron ist das größte Hindernis in der Frage Handelspazifizierung mit den USA. Aber auf Ihre andere Frage, lassen Sie mir ein einzelnes Beispiel nehmen. Wenn es zutrifft, dass große Daten
entscheidend sind in der Welt. Und dann ist nicht die Frage, wer hat die Daten, sondern wer kann darüber verfügen und nicht, wo kommen sie her. Und natürlich könnten wir in Europa, ähnlich wie in den USA, es gibt mehr Menschen hier, das Interessante nur ist, dass der Bereich im AI, also in künstlicher Intelligenz, findet im Wesentlichen nur noch in zwei Bereichen statt, in den USA und in China. Wir sind in der Forschung nach wie vor gut. Wir sind auch noch gut im Produzieren von wissenschaftlichen Papers. Aber wir sind in der Umsetzung miserabel. Ein totaler Ausfall. Wir haben, wenn Sie die Venture Capital Zahlen 2017 nehmen, von Venture Capital global im Bereich AI. 48% in den USA, 38% in China, es verbleiben 14%. Und diese 14% sind aufgeteilt zwischen Gesamteuropa, Russland, Lateinamerika, Afrika, Kanada und Australien. Die Zahlen für 2018 sind bei den Chinesen leicht runter, bei den Amerikanern hoch, aber die Summe ist wieder 85%. Und Kai-Fu Lee, der vielleicht unser Partner in China, der wichtigste AI-Investor in China, sagt immer, das gibt nur noch eine Silber- und eine Goldmedaille. Es gibt keine Bronzemedaille mehr. Für Europa ist das vorbei. Und wenn diese Entwicklung auch nur noch ein, zwei Jahre anhält, dann brauchen wir uns überhaupt über Strategien in Europa nicht mehr zu unterhalten, weil wir gar keine haben. Es gibt wenige Länder in Europa, Deutschland gehört dazu, das beschlossen hat vor kurzem 3 Milliarden. In derselben Woche hat das Bundeskabinett Verbesserungen im Rentensystem beschlossen. Die sind 36 Milliarden. Genau. Die Verbesserungen im Rentensystem von 36 Milliarden, ich gönne das jedem, die bleiben auf Dauer, auf ewig. Die 3 Milliarden verteilt auch auf 6 Jahre, sind aber dann vorbei. Das ist eine einmalige Sache. Das heißt, wenn Sie die Relationen, wenn Sie das mit 2% kapitalisieren, ja, dann haben Sie bei dem einen, reden Sie über mehrere Milliarden, Billionen und bei dem anderen reden sie dann über läppische 3 Milliarden. Aber Herr Junge, jetzt wäre ja interessant, warum ist es so weit gekommen? Ich meine, wir sehen das, wir sehen im internationalen Vergleich, wie schwierig es ist, eine europäische, eine deutsche Position einzunehmen. Wir haben hier Politiker, die wir ja alle mit unserer Stimme gewählt haben, mit auf dem Podium. Warum ist das uns aus der Hand geglitten? Das ist ja im Grunde, wenn wir bei Euro-Minds sprechen, dann versuchen wir ja auch irgendwie ein Mindset zu definieren. Ja. Das heißt, wir müssen ja aufgefordert sein zu sagen, was müssen wir eigentlich tun? Was müssen wir in den Firmen tun als globale Netzwerke? Was müssen wir in den meinungsbildenden Institutionen tun? Wo haben wir da noch eine Chance? Oder wo haben wir vielleicht... Wo haben wir da einen starken Reformbedarf? Ja, ist das überhaupt reformierbar? Wenn wir uns die deutsche Geschichte angucken, jetzt hier in Berlin, ist das dann Soll ich auf die Frage antworten? In Brüssel möglich? Soll ich auf seine Frage antworten? Ja, bitte. Gut, die letzten zehn Jahre hat sich Europa oder 15 Jahre im Wesentlichen mit der Frage Risikoverteilung befasst, aber nicht mit der Frage von Risikoinvestitionen. Peter, du erzählst mir das 30 Jahren. Nee, das kann nicht sein. Und das Chaos ist noch nicht eingetreten. Elmar. Seit 30 Jahren erzählst du denselben Schluss. Also ihr müsst alle wissen, ich bin sein Lieblingskapitalist. Und und er ist sein Lieblingsarbeiter. Und er ist mein Lieblingsarbeitnehmervertreter. Gearbeitet hat er noch nie. Oh. Aber Sie merken, Legends. Streit kann immer noch gut funktionieren. Nein. Aber dann lassen wir mal Herrn Vöppel dazu. Ich will gerne noch was zu China sagen, weil das ja sozusagen der weiße Elefant irgendwie im Raum ist, über den alle reden. Ich bin nicht sicher, dass das nächste Jahrhundert ein chinesisches wird, wenn man sich die Geschichte Chinas anschaut, dann war das immer die Frage, wie groß oder wie wichtig ist die innere Stabilität im Verhältnis zur außenwirtschaftlichen und außenpolitischen Bedeutung. Gleichzeitig wissen wir, dass jede Hegemonialmacht in der Geschichte immer einen relativ erheblichen Offenheitsgrad haben musste. Und ich glaube, dass China sich am Ende nicht dafür entscheiden wird, diese Rolle in der Welt zu spielen, sondern die innere Stabilität für wichtiger hält. Wir sehen das in Ansätzen in Hongkong natürlich. Gleichwohl haben wir auf der anderen Seite Projekte wie die Belt and Road Initiative, die natürlich eine Rolle spielt, nicht nur
als Infrastruktur, als Form von Connectivity, sondern die auch ein Finanzierungsmodell ist, die auch eine Governance natürlich beinhaltet. Und das wäre eigentlich eine super europäische Aufgabe gewesen. Absolut. Das ist eine Gegenstrategie zu entwickeln. Strategie erfordert. Das ist ja der Punkt. Ja. Ja. So ist es. Aber insofern, ich will noch mal, habe ich eher die Befürchtung, dass wir eine sehr fragmentierte Weltwirtschaft in Zukunft erleben werden, eine neue Blockbildung. Da spielen natürlich die Daten eine Rolle, aber auch die Entwicklung neuer Technologien. Und das ist übrigens sehr gut untersucht, auch für die Geschichte. Also der Kindleberger hat das mal untersucht und der hat festgestellt, das ist keine Übergangsphase von 2-3 Jahren, sondern das dauert Jahrzehnte, bis wir die alten Regeln und Institutionen ablösen und finden durch neue. Und Thukydides, jetzt gehe ich noch weiter zurück, der hat ja die Thukydides-Falle beschrieben und beschrieben, dass sehr oft die Kriegsgefahr, ich will jetzt um Gottes Willen nichts an die Wand malen, aber die Kriegsgefahr in solchen Übergangsphasen zunimmt. Und ich meine, wenn wir uns die Welt anschauen, dann müssen wir konstatieren, dass sie wesentlich instabiler geworden ist, weil uns genau diese Ordnungsprinzipien, die wir noch vor Jahrzehnten hatten, die fehlen uns. Und wir müssen da schnell reinkommen und Europa, das ist die Aufgabe. Also eine große Idee von Regeln, es geht nicht um, das sage ich ein bisschen überspitzt, Entschuldigung, Herr Bruck, es geht ja nicht um die Regeln im Sinne von, wie groß dürfen bestimmte Produkte sein, sondern es geht um wesentliche Regeln, die am Ende auch Humanität natürlich beinhalten. Und das sind die großen Fragen und die stehen an. Auch wenn wir heute, wir müssen noch mal mit in die andere Richtung gucken, dass wir nicht nur nach China blicken, was sicherlich sehr wichtig ist, sondern auch in die USA. Wir haben auch wieder eine Wahl, aber es wird wahrscheinlich Herr Trump bleiben, wenn wir das mal so sehen. So ist es. Sie wissen schon, Herr Jung. Nein, aber, 30 Jahren. Aber es geht meine Einschätzung. Okay. Er wird gewinnen. Er wird gewinnen, so. Und er wird natürlich auch es nicht aus den Augen verlieren, dass er da noch ein paar Rechnungen auf dem Tisch liegen hat, die er noch gerne mit den Europäern abrechnen will. Das heißt, inwieweit wir da auch noch mal in eine etwas unruhigere Zeit wirtschaftlich kommen, in denen es ein bisschen ruppiger wird. Ich glaube, dass das vielleicht kurzfristig so ist, aber das wird, auch noch mal das dran, wird nicht immer. Ruhig. Es wird ganz einfach. Sie wissen doch, wenn Herr Jung redet, dann kommen Sie noch erst danach. Genau, immer sofort. Also, ich stimme ihm völlig zu, was China angeht. Die Priorität ist Stabilität und nicht irgendwelche europäischen, ich sage das mal klar, westlichen Werte. Das zeigt deren Erfahrung. Aber wir sollten auf eins gucken, was vielleicht immer untergeht. Was immer in China geschieht, die chinesische Bevölkerung ist nur ein Drittel der asiatischen Bevölkerung. Nur ein Drittel. Es geht vielmehr um, wie Mabubani sagt, the Asian Century. Es ist nicht a Chinese Century. Es ist a Asian Century, the Renaissance of Asia. Und das sehen Sie in Indien, das können Sie sehen in Indonesien. Und es hätte uns zu denken geben müssen, schon viel früher, die Auslandschinesen, so ungefähr 300 Millionen in ganz Südostasien verteilt, überall eine Minderheit, Ausnahme Singapur. Darf da gerade eine Brücke zu dem, was erster Bürgermeister gesagt hatte, Thema Container. Für Kühne und Nagel ist Vietnam das fünftgrößte Land geworden. Wenn Sie Herrn Kühne fragen würden, was ist dein wichtigstes Land, dann würde er sicherlich nicht auf die Vorstellung kommen, dass unter den ersten fünf Vietnam ist. Das ist eins dieser ASEAN-Länder, die Stück bei Stück sich an dem Welthandel mehr und mehr beteiligen. Da hat sich alles mehr nach Süden verschoben. Ja. Mehr Container kommen aus Vietnam, als hier in Hamburg in dem ganzen Hafen das ganze Jahr über abgehört. Die Venture Capital Investitionen in Vietnam, das ist doch explodierend zurzeit. Das heißt, wir erleben im Grunde genommen eine, wenn Sie wollen, ist das China mal drei. Das Ganze zusammen. Und das wird dazu kommen, wie genau, ziemlich genau, Angus Madison hat die Langzeitstudien ja vor vielen Jahren schon veröffentlicht. Im Jahre 1000 nach Christus war der Anteil Asiens am Bruttoinlandsprodukt der Welt 80%. Genau. 50% war immer in den letzten 18 von 20 Jahrhunderten China und Asien und Indien zusammen. Sie sind auf dem Wege, in diese Position zurückzukommen. Die Frage ist nur, inzwischen haben wir Amerika, das gab es damals in den Zahlen nicht. Und was machen wir damit? Und wir Europäer leisten uns auch noch den Luxus, jetzt noch zu sagen, den Trump, den mögen wir nicht. Oder viel schlimmer, die Amerikaner mögen wir doch nicht mehr wegen Trump. Und dabei waren die Einzigen, die unsere Sicherheit garantiert haben, über alle die Jahrzehnte nach dem Zweiten. Jetzt wollen wir noch mal gucken, Elmar Bruck, und jetzt sind Sie da beide damit auch dran. Wir haben noch zwei Sachen, die sind wirklich auch wichtig in der ganzen Frage. Europa sagt ja, wir können ja sozusagen Weltmeister werden, indem wir nun auf die Klimapolitik setzen. Wir investieren. Dadurch werden wir Weltmeister.
Entschuldigung. Nun nicht doch, gleich. Ja, ja. Ich bin wieder brav. Ja, genau. So, nun investieren wir erstmal 1 Billion bis 2030. Das Ganze, der Green Deal soll aber bis 2050 gehen. Geht's noch oder wollen Sie noch? Nee, ist es genau. Ich habe hier noch eine Reserveflasche. Kriegen auch noch eine von mir. Ja, ja, ja. Aber jetzt ernsthaft, können wir mit in diesem Punkt mit Technologien punkten? Können wir wirklich hier sagen, okay, Europa kann damit punkten? Bringt das Europa auf irgendeine Weise zusammen oder trennt es nicht eher eine Art Kerneuropa wieder von Osteuropa, die davon gar nicht so viel halten, von diesem ganzen Green Deal und dort in die Luft blasen, was es nur so gibt auf dem Markt? Herr Brok, wie sinnvoll war denn das jetzt da so voranzuschreiten? Gestatten Sie mir dennoch 2 Sätze vorher zu sagen. Ich dachte es mir, zu Herrn Jungen. Nein, nicht auch. Ach so, nicht persönlich. Erstens, der Herr Trump hat die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten gestoppt. Sonst gäbe es schon keine Zölle mehr. Zweitens hat der Trump den Handelsvertrag mit den asiatischen Ländern und den Lateinamerika gecancelt. Sonst wäre die Lage da völlig anders. Durch Herrn Trump gibt es keine gemeinsame westliche Strategie mehr. Und deswegen müssen wir hoffen, dass das bald zu Ende ist, damit wir dieses Bündnis mit den Amerikanern wieder erneuern müssen. Wir dürfen jetzt nicht Amerika abschieben, sondern wir müssen über Trump kommen, die Bindung wiederherzustellen, damit die Länder der westlichen Demokratien und Werte wieder stärker zusammenzuarbeiten. Sind wir uns die einig? Von TTIP war, die Standards Europäer und Amerikaner zusammenzubringen und da eine kritische Masse zu haben, die Chinesen ein Stückchen einzunorden. Das hat der Trump zerstört. Bitte nicht bei Europa ansiedeln. Zweitens, das mit dem Venture Capital. Das Venture Capital in den USA ist kein Staatsgeld. Das machen die Banken, Finanziers und andere. Elmar. Lass mich doch einmal ausreden. Ist aber falsch. Ja. Du erzählst seit 40 Jahren denselbe Stroh. Das ist kein staatliches Geld. Dort hat man andere Finanzierungsmechanismen, eine andere Wahl von Banken, von Investoren. Ich bin jetzt zurzeit manchmal, habe mal Kontakt zu den Bloombergs und ich weiß, was da anders läuft. Und ich glaube, da sollte man das nicht in einen Topf werfen. Und mit einem Haushalt von 160 Milliarden Euro, das ist der EU-Haushalt, wird man das nicht regeln. Wir müssen aber die Regeln festlegen, in denen es stattfinden kann, sowohl für die Finanzdienstleistung. Und wir machen jetzt einen digitalen Binnenmarkt, nachdem der andere Binnenmarkt hervorragend funktioniert. So. Hervorragend funktioniert, machen wir jetzt einen anderen einen digitalen Binnenmarkt, der uns die Spielräume, Größenordnung verschaffen soll, um hier Wettbewerbsfähigkeiten zu erzielen. Und was machen wir jetzt mit dem Green Deal? Und der Green Deal, erstens müssen wir feststellen, dass der Klimawandel ein Faktum ist. Und wir müssen gelegen, wie wir weltweit oder auch wir, etwas dagegen tun. Wir werden mehr Migration haben, wenn wir nicht einen Green Deal haben und in Afrika so weitergeht wie bisher. Auch andere Fragen mit Sicherheitspolitik und Afrika, Finanzkreisläufe und Afrika. Und wenn man dies nicht in Angriff nimmt. Und das würde ich nicht lächerlich machen. Nee, überhaupt nicht. Das würde ich nicht lächerlich machen. Ob man es richtig macht, ist eine Frage. Und da bin ich allerdings der Auffassung, die Europäische Union muss Limits, Ziele setzen. Aber sie muss mehr und auch deutsche Politik sehr viel mehr technologielösungsoffen sein und sich nicht auf bestimmte technische Lösungen lösen. Und wenn das diese Wettbewerb mit der Technologie Öffnung da ist, kann daraus auch wieder Verkaufbares entstehen, indem man Dinge voranbringt. Und ich glaube, Verkaufbares heißt Akzeptanz der EU-Institutionen. Oder was ist verkaufbar? Wenn dann Europa, die Institution ist überhaupt nichts. Dann verkaufen wir Deutschland oder Europa. Nein, verkaufbar ist, dass im europäischen Markt Produkte entstehen, die man weltweit nutzen kann. Das meine ich mit Technologieoffenheit. Also das ist nicht nur die Forschung. Aber wir haben keine. Ja, wir setzen jetzt auf Elektromobilität, weil jeder jetzt und das Schlimmste... Hör doch mal einmal zu, was ich gesagt habe. Das Schlimmste ist der Konsensus, dass alle Leute sagen, die Zukunft ist Elektromobilität. Wir sollten Angst haben davor, wenn sich alle einig sind. Das ist das Gegenteil von Innovation. Erstens ist das nicht, dass alle einig sind. Und zweitens habe ich nicht das gesagt. Ich habe Technologieoffenheit gesagt. Doch, gar nicht. Und nicht nur auf Elektromotor. Habe ich doch gar nicht gesagt. Man muss doch sagen, dass EuroMainz das beste Beispiel hier vorne gibt. Wir diskutieren und debattieren sehr engagiert. Endlich. Das hätten wir in China und das hätten wir in den USA wahrscheinlich nicht. Also Herr Gernand, ich finde es sehr gut, dass es so ist, weil wir reden immer viel zu viel über die Lähmung, die sich so überall breit macht. Und lieber, wir haben eine lebendige Diskussion, bei der natürlich gleich auch noch mal ein Fazit von Ihnen. Die so in Brüssel stattfindet.
Sehen Sie, so in Brüssel wir übertragen immer das Falsche. Das ist immer so. Nein, da findet viel statt. Ich war selber schon sehr viel Zeuge deswegen. Ich denke, wir sind auch ein bisschen, und mir ist das etwas zu kurz gekommen in allen Antworten, natürlich auch, weil die Fragen sehr wirtschaftlich fokussiert waren. Aber es geht ja auch um den Exportschlager, in Anführungsstrichen, wenn wir sie denn noch haben, europäische Werte. Was ist eigentlich damit? Wir wollen jetzt nicht darüber reden, dass Griechenland jetzt diese schwimmenden Barrieren ersetzt, sie einsetzen will mehr gegen die Flüchtlingsboote. Sie waren lange genug als Kommissar dafür verantwortlich. Hier zeigt sich doch ganz deutlich bei der eben Nicht-Übernahme, nicht mal von Minderjährigen, Flüchtlingen in Europa, dass hier überhaupt keine Einigung in dieser Frage erzielt werden kann und Griechenland allein gelassen wird. Ist das ein europäischer Wert? Bestimmt nicht. Dear friends, you cannot imagine to be in the middle of the storm between two legends. Der ist jünger als. Nevertheless. Der ist jünger als. We can go beyond. We can go. A short remark about climate change and Green Deal. First of all, I think we have to be in completely opposite side than Trump administration approach that climate change is fake news. It's not fake news. Second point, I think through the new Green Deal from the European perspective, we can find, as Europe, the new vehicle in order to keep ourselves as a competitive partner with the what you already said about Asian Renaissance. We need research. We have to put a lot of money in our universities, in our partnership between business and universities, in order to find this new instruments and tools in order to keep Europe as the most competitive continent regarding Green Deal. I think this is the major challenge for all of us. At the same time, we talk about Asian Renaissance, but for our interest, the most important continent remains Africa. So we have to insist on Africa to find new partnership to go beyond post-colonial complex and philanthropic approach in order to see our interests inside Africa, together with them, with African elite. So I'm completely against this idea that we can go through philanthropic approach. I saw through my experience as humanitarian commissioner, and I think Africa is the new challenge for us. We have to invest there, and this is my crucial approach, we have to see once again the common agriculture policy with Africa. But this is a real problem. And yes, and where are the values that we... On values and principles, definitely, not this approach. But definitely, we have to think a little bit out of the box about common agricultural products and policy and African agricultural product. This is a crucial. I saw and I realized through my commission experience that in my dear friends in Paris, they totally disagree, but mm-hmm. we have to think about this. Mm-hmm. Enough is enough. We have to focus about the new approach regarding common agricultural policy. But even I would like in our party. Yes. Regarding about our time, I would like to focus for 2 minutes on this refugee question. And yes. Look, 3 points. First of all, we have to insist to implement and to keep our agreement with Turkey. I'm coming from Cyprus. You know the problem between Cyprus, Greece, and Turkey. But the best instrument for Europeans to deal with this challenge is to keep our promises about EU-Turkey facility. First point. Second point, we have to deal with the root causes outside Europe. In Africa, in Middle East, and everywhere. And it's connected what I said before. We need invest. We need investment in Africa in order to, yes, in order to persuade the people to stay in their countries and to find jobs and works there. So it's a strategic plan. It's not just one's approach and then we ignore. We have to focus
on EU Turkey facility, on investment in Africa, and of course to find new ways to protect our external borders. Now, with the new government in Greece, Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, I think there is a new fresh air about these ideas. I'm really optimistic about this. And of course, all of us, prudent politicians in Greece, in Cyprus, in Turkey, we have to find ways in order to reduce the current tension in the Eastern Mediterranean. It's not easy. National narratives remains very strong, but I know that many initiatives behind this scene already started. Wir schließen jetzt mal unsere große Runde mit einer Art von Fazit, die Europa im Fokus der nächsten Jahre sehen sollte. Dort steht an der Spitze Frau von der Leyen. Wenn Sie jetzt alle mal in einer sehr kurzen Antwort sagen sollten, sie kann nur dann reüssieren, wenn. Herr Gernot. Die mit ihrem New Green Deal es schafft, die Mentalität der Europäer wieder hinter sich zu bekommen, um dann auf dieser Stärke basierend sich dann wieder um die wirtschaftlichen Fragen zu kümmern. Wenn sie schafft, Europa zusammenzuführen im Inneren, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass wir nach außen die Rolle einnehmen können, die es derzeit braucht. Wir leben in Zeiten, in denen wir eigentlich wesentliche globale Probleme, Migration, Klimawandel nur über Kooperation lösen können. Unglücklicherweise haben wir den Zustand, dass wir eher eine Fragmentierung, eher ökonomische Nationalismen wiedersehen. Das kann man nur auflösen, glaube ich, wenn man auch eine europäische Strategie entwickelt, dass man auch Industriepolitik sich traut auszusprechen. Ich weiß, dass das schwierig ist, bin auch ein Anhänger von Ordnungspolitik, aber ich glaube, dass wir ohne eine auch öffentliche europäische Strategie, supranationale Strategie, nicht werden vorankommen können. Herr Jung. Frau von der Leyen, aber darum geht es vielleicht weniger, wird Erfolg haben, nur das gilt für Europa. Das ist ja auch ein für Europa. Ja, ist klar. Wenn wir, anders als mein Freund Elmar versteht, dass Unternehmertum was zu tun hat mit Bottom-up und nicht Top-down, dass das nicht der Staat macht, sondern dass das privat ist. Und wie entstehen das Private? Private machen das dann, wenn sie die richtigen Anreizbedingungen vor Ort haben, wenn sie Framework Conditions haben, in das sie investieren. Und natürlich wird das Venture Capital dahin gehen in der Welt, wo diese Anreizbedingungen so sind, dass es sich lohnt. Okay. Seit vorige Woche, Dienstag, wissen Sie alle, es gibt ein Unternehmen der Welt, das ist in der Welt gegründet worden vor gut 30 Jahren. Das Unternehmen ist gewachsen, von Angel-Investoren mitgegründet, durch Venture Capital gewachsen und hat heute die größte Marktkapitalisierung von allen Unternehmen der Welt. Apple ist heute größer als die 30 DAX-Werte im deutschen Wert zusammengerechnet. Das ist die Folge von frühem Einsatz von Innovation, Entrepreneurship und Venture Capital in den USA. Und wenn die Kommission und unser Freund, beider Freund, Valdis Dombrovskis, der Executive Vice President, dafür mitbeiträgt, Konditionen zu schaffen, dann hat Europa eine Chance. Wir sollten endlich ernst nehmen, Mabubani, der gesagt hat, das ist eine Tragik, dass Europa in dem Moment, wo europäische Werte oder Ideen in der Welt mehr verbreitet sind, erfolgreich als je zuvor in der Geschichte. Alles ist europäisch, auch China heute und Asien. Sie sind erfolgreich geworden mit unseren Ideen. Und dass Europa im Grunde ausfällt in der Zeit, der Phase der Nachkriegsgeschichte, wo Europa eigentlich einen Triumph feiern könnte für seine Werte und seine Ideen, die es in die Welt exportiert hat. Aber hier merkt man trotzdem, wie sehr Europa am Herzen liegt. Und nicht nur Ihnen beiden gebe ich jetzt natürlich das Schlusswort. Elmar Brok und Herr Stylianides. Also Frau von der Leyen kann nur dann reagieren, wenn... Ich musste nicht feststellen, dass die Business Angels sowas wie Apple angerichtet haben. Ja, das weißt du einfach nicht. Ja, das ist das Problem. Da musste heute noch einer. Ich meinte das ironisch. I'm very happy that you're in the middle. Denn hier will ich mal deutlich werden. Wenn wir über europäische Werte reden, wenn wir darüber reden, wie wir eine zukunftsgerichtete Gesellschaft aufbauen, in denen es auch eine kompetitive Wirtschaft gibt, die eine Bedingung dafür ist. Aber das ist nicht alles. Und ich möchte eine Gesellschaft haben, wo Europa eine Rolle spielt und die ökonomisch untermauert, eben die Werte des Rechts, der Demokratie, des privaten Schutzes vorhanden ist. Und nicht die Apple-Ausspionage oder die chinesische Ausspionierung. Das ist
die unterschiedliche Vorstellung einer freiheitlichen Gesellschaft. Ja. Das muss mit Europa verbunden werden. Ja, ja. Unabhängige Rechtsprechung. Unabhängig und all dieses, davon, dass das ist eine Bedingung, dass wir Venture Capital ist nicht der Wert Europas. Venture Capital kann ein Instrument sein, um bestimmte Werte zu unterstützen, ja, ja. um das deutlich zu machen. Aber dann müssen wir auch diese Werte, Herr Brok, in manchen der Mitgliedsländer vielleicht noch ein bisschen genauer beobachten. Ja, das tun wir ja auch. Täglich. Der Europäische Gerichtshof jetzt in Polen. Millionen, Hunderttausende von Polen auf den Straßen in Warschau kämpfen für einen freiheitlichen Gerichtshof. Das passiert doch in unseren Gesellschaften. Budapest ist nicht mehr Fidesz. Die Menschen wehren sich doch. Das müssen wir unterstützen. Das macht den Unterschied aus zu Trump oder Xi. Dieses Europa möchte ich gerne haben. Sehr stark zum Unterstreichen. Herr Silaninis. Und dieses muss ökonomisch untermauert sein. Deswegen brauchen wir den digitalen Binnenmarkt in diesem Bereich endlich aufholfähig zu sein. Deswegen brauchen wir den Green Deal, damit die Konsequenzen von Klimawandel, menschlichem Leben, Migration und Fragen von ökonomischer Entwicklung miteinander verbunden werden. Und nicht das getrennt in getrennten Häusern. Wir freuen uns sehr, dass engagierte Politiker... um auf diese Art und Weise dieses Europa voranzubringen. Und dieses Europa ist nach 70 Jahren die erfolgreichste Einrichtung, die wir in unserer Geschichte unseres Landes gehabt haben. 70 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand, wie dieses Land, dieses Hamburg es noch nie zuvor gehabt hat. Und das sollten wir nehmen, und das sollten wir akzeptieren, sollten wir feiern und darauf aufbauen, es besser zu machen. Also ein... Sie haben es jetzt ein bisschen schwer, weil mehr an Europa-Euphorie geht nicht. Und da lassen wir uns auch durch sonstige Sendezeit nicht aufhalten. Aber wir haben wirklich nur ein paar Sekunden, bitte. Two points. First, I would like to say to our friends from the business community that our competitiveness in the globalized world definitely needs also political global role. And here from Hamburg, I would like to say something especially to the German audience. I think you have to go beyond with your traditional shyness and to be very active and to ask for your role as a permanent member of the Security Council. This is a common European goal. We need this in order to keep and sustain our role as a global actor. So you have to go beyond your traditional approach because you are really shy. I'm in favor. Mit Schüchternheit ja nicht so schön. I'm very shy. Yes. And second point, dear friends, I think especially after Brexit and because the size remains very important in this global competitiveness, we have to be together. We have to be zusammen. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Very important word for the end of our discussion. Vielen Dank an alle. Ne? So immer, man bleibt so ein bisschen klar. Jetzt ist richtig Aufbruch, aber das hat Elmar Brok noch mal geschafft. Also Europa im Fokus und zwar positiv. So soll es jetzt weitergehen. Die nächsten... Ja, Stunden hier natürlich und morgen auch. Also vielen herzlichen Dank für diesen engagierten Einstieg an alle. Sehr gut. Vielen Dank. Okay. Dankeschön.